Und wir sind live. Super. Hallo und herzlich willkommen. Es funktioniert zu unserem heutigen Thema: Heile deine Sexualität, sodass du sie wieder sinnlich und lustvoll genießen kannst. Hast du Lust darauf, dass du deine Sexualität wieder so richtig ausleben, sinnlich und lustvoll genießen kannst? Wenn ja, bist du hier richtig. Doch vielleicht sieht es im Moment noch so bei dir aus, dass du das gar nicht so richtig kannst, dass du deine Sexualität gar nicht so richtig genießen kannst, weil nämlich Verletzungen, auch alte Verletzungen aus der Vergangenheit da sind, über die du nicht so richtig hinwegkommst. Oder vielleicht kannst du deine Sexualität auch deshalb noch nicht sinnlich und lustvoll genießen, weil du beim Sex viel zu viel im Kopf bist und dich deshalb nicht fallen lassen kannst. Wer kann sich da erkennen? Poste mal eine Eins in die Kommentare, wenn du dich da sehen kannst, oder dass du beim Sex ständig im Kopf bist und dich deshalb nicht fallen lassen kannst. Vielleicht ist es auch so, dass bei dir, dass die Situation im Moment noch so ist, dass du sagst, ich habe Angst, aus Angst, oder wieder verletzt zu werden, habe ich eine Mauer hochgezogen und ich lasse einfach niemand an mich ran. Poste mal eine 2 in die Kommentare, wenn das auf dich zutrifft. Und was auch immer es bei dir ist, das dich noch zurückhält, dass du deine Sexualität sinnlich und lustvoll genießen kannst, du kannst das ändern. Die gute Nachricht ist, du kannst das ändern. Es geht einfach darum, dass wir erstmal erkennen, ja, will ich das überhaupt? Will ich meine Sexualität sinnlich, lustvoll, prickelnd genießen? Und wenn ja, wenn du da ein Ja hast, was brauchst du denn dazu? Und dann ist es natürlich auch gut zu gucken, wo stehe ich denn gerade? Wo stehe ich denn gerade? Und was hindert mich dran? Was hindert mich dran, ja, meine Sexualität wirklich sinnlich, lustvoll, prickelnd, so, du weißt schon, so richtig yummy, juicy, wo man sich danach so richtig yummy, juicy fühlt, zu genießen. Und vielleicht sehnst du dich ja auch danach, Nähe und Intimität zuzulassen. Nur irgendwie klappt es noch nicht so richtig, oder? Vielleicht wärst du auch gern selbstbewusster und selbstsicherer in deiner Sexualität, weil dann könntest du sie wirklich ausleben, dann würde das funktionieren. Und ganz wichtig hier ist etwas, was ich in meiner Arbeit entdeckt habe, mit Frauen, die mehr vom Leben wollen, ist, dass Voraussetzung für eine erfüllte und auch eine sinnliche und vor allem eine nährende Sexualität ist wirklich, dass wir diese Wunden, oder? Dass wir diese Wunden, die wir erlebt haben, erlitten haben, heilen und dass unser Herz offen ist. Weil wenn wir das nicht haben, dann ja, flutscht es auch nicht so richtig in der Sexualität, oder? Dann kommen wir nicht dahin, weil dann haben wir Angst, verletzt zu werden, dann haben wir eine Mauer hochgezogen, dann ist unser Herz verschlossen und nicht offen wie eine Blume, dass es fließen kann. Und das alles hat Auswirkungen auf unsere Sexualität und ist auch wichtig für uns Frauen zu wissen, dass die weibliche Energie in der Regel ja von außen nach innen und dann von oben nach unten fließt. Das bedeutet, beim Sex, oder, muss die Energie durchs Herzzentrum fließen, dass wir uns richtig öffnen können, dass unsere Vulva sich richtig öffnet. Und ihr könnt euch vorstellen, unsere Vulva, das ist so wie eine Blume, oder? Und wenn das Herz verschlossen ist und zu, oder, und ich sage jetzt mal versteinert ist, dann kann da nichts durchfließen. Dann ist das blockiert. Und dann können wir uns auch beim Sex nicht wirklich öffnen. Und die Gründe, weshalb das so ist, oder, dass unser Herz zu ist, dass wir die Mauer hochgezogen haben, ja, ich glaube, die sind so unterschiedlich, wie unterschiedlich Frauen sind. Da gibt's, ja, da hat jede Frau ihre eigene Situation. Nur es ist wichtig, ich habe gemerkt, es ist wichtig, dass wir ja auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, weshalb die Dinge so sind und das auch verstehen, sodass wir uns selber besser verstehen und sodass wir natürlich dann auch selber agieren können und sagen können, aha, okay, ich verstehe. Deshalb ist das bei mir so und so. Und jetzt kann ich das und das tun, um das zu verändern. Und lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob das verständlich ist, ob das Sinn macht für euch. Und wichtig ist einfach auch, wisst ihr, wenn wir quasi trotzdem Sex haben, obwohl wir nicht wirklich offen sind, obwohl wir nicht bereit sind,
Und ich meine da damit so wirklich, wisst ihr, so ein Hell Yes oder so ein Ja durch und durch und durch von Herzen. Ein Ja. Und wirklich offen sind für Sex und wirklich offen sind, auch den Partner zu empfangen, dann tut uns das nicht gut. Und da im Prinzip ist es so, dass wir uns dadurch selber auch verletzen. Und vielleicht kennst du das, also ich kenne das zumindest von mir und ich weiß es von vielen Frauen, mit denen ich arbeite auch, oder? Du hattest Sex und trotzdem bleibt so irgendwie ein komisches, seltsames und unbefriedigendes Gefühl zurück und auch ein unerfülltes Gefühl. Und das sind genau diese Situationen, oder? Wo wir eben vielleicht nicht so ganz auf uns gehört haben, wo wir noch nicht ganz bereit waren, wo wir noch nicht wirklich offen waren. Und oft ist es so, und das ist das tricky, oder? Das ist die Schwierigkeit da dabei. Oft ist es so, dass quasi unser Verstand sagt, ja, mach nur, oder? Und so. Nur unser Herz und unsere Vulva, die möchte ganz etwas anderes. Und das ist ein großer Teil in meiner Arbeit, wo die Frauen lernen, und das habe ich auch für mich gelernt, oder? Quasi zu unterscheiden, was kommt von meinem Kopf, was kommt aus meinem Ego-Verstand heraus und was kommt wirklich aus mir heraus, aus meinem Herzen. Und es ist auch wichtig, dass wir Frauen wieder Herz und Vulva miteinander verbinden, dass wir ja verbunden sind mit uns, mit unserem Wissen, mit unserer inneren Weisheit, dass wir auch in der Sexualität gute und ja wohlwollende Entscheidungen für uns selbst treffen können, oder? Weil wenn wir das oft tun, dass wir Sex haben, obwohl es uns nicht wirklich gut tut, oder? Obwohl wir nicht wirklich offen sind, dann speichert sich das auch im Körper ab. Und das ist oft so, oft bekomme ich von Frauen zu hören, dass sie Beschwerden haben, Blasenentzündungen, Entzündungen in der Vagina und. Und ja, es speichert sich im Körper ab, oder? Hinter diesen Beschwerden steckt auch meistens etwas und es speichert sich einfach im Körper ab. Und es ist wichtig, dass wir Frauen ja das wissen, als erstes mal, dass wir das wissen, wie wir ticken und was wichtig für uns ist und was nicht. Und dass wir lernen, auf uns zu hören und wirklich auf diese innere Weisheit, die in uns sitzt, dass wir die quasi, ja, dass wir mit ihr verbunden sind, dass wir die anzapfen können, dass wir, ich sage immer so, mit uns selber einchecken können, oder? Ist das jetzt gerade wirklich gut für mich, hier Sex zu haben oder eher nicht? Und da könnte auch wirklich auch auf diese ja, innere Stimme, sage ich mal, hören und auch vertrauen, auch wenn es unser Kopf nicht versteht. Also ich hatte auch schon Situationen, oder? Da hat mein Kopf gesagt, ja klar, treff dich mit ihm und das war doch letztes Mal super und treff dich doch mit ihm und so. Aber mein ganzer Körper hat gesagt, nein, 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 nein. Und ich habe mir immer gedacht, ich verstehe nicht, wieso habe ich so ein absolutes Nein, aber mein Verstand und mein Ego hat ständig gesagt, ja doch, 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 oder? Und irgendwie so einen Tag später kam dann raus, dass er an und für sich gar keine Zeit gehabt hat und es wäre so quasi Sex so zwischen den Terminen gewesen, oder? Und das ist nicht das, was ich wollte, oder? Weil wenn ich Sex habe, dann will ich auch Zeit haben. Also ein Quickie ist natürlich zwischendurch toll, nur das war nicht das, was ich in dieser Situation wollte. Und deshalb hat mein ganzer Körper quasi reagiert, weil der hatte wie schon eine Vorahnung. Und wenn ich mit Frauen rede diesbezüglich, ist auch ganz interessant, dann sagen sie mir immer, wenn sie eine schlechte oder nicht so gute Erfahrung gemacht haben, wenn sie ganz ehrlich mit sich selber sind und wenn sie wirklich hingehört hätten, hätten sie es schon vorher gewusst. Und das ist so wichtig, dass wir diese innere Weisheit lernen anzuzapfen für uns, dass wir lernen, auf diese innere Weisheit auch zu hören. Und lasst mich mal im Chat wissen, ob das Sinn macht für euch, ob das verständlich ist, okay? Und all das, Ladies, hat Auswirkungen auf unsere Weiblichkeit, auf unsere Sexualität, auf unser Leben. Und das ist der Grund, weshalb ich mich entschlossen habe, den neuen Online-Kurs zu gestalten und zu kreieren und in die Welt zu bringen. Heile deine Sexualität, sodass du sie sinnlich und lustvoll genießen kannst. Und der Online-Kurs Heile deine Sexualität ist für die Frau, die mehr vom Leben will. Mehr Qualität, mehr guten Sex, mehr Sex überhaupt.
oder? Mehr Verbindung zu sich selber, mehr Lust, ja, mehr Erotik, mehr Prickeln, mehr Leben im Leben ja auch, oder? Weil Sexualität ist ja auch eine Riesenkraft. Und im Online-Kurs Heile deine Sexualität lernst du, deine Wunden und Verletzungen in deiner Sexualität zu heilen, sodass du sie wieder sinnig, lustvoll und vor allem, und das ist für mich so das fast Wichtigste da dabei, mit offenem Herzen genießen kannst, oder? Dass du keine Angst mehr haben musst, dass wenn du dich jetzt wirklich öffnest, dass du dann wieder verletzt wirst, sondern dass du dich richtig reinlassen kannst, einlassen kannst, genießen kannst, ohne eben diese Angst zu haben. Dass du Männer wieder an dich ranlassen kannst, dass du wieder Nähe zulassen kannst. Und es spielt im Übrigen keine Rolle, ob du Single bist oder in Beziehung, weil auch sehr viele Beziehungen sind zwar in Beziehung und verheiratet oder so, aber dort trotzdem, da ist keine Nähe, oder? Weil so viele Verletzungen stattgefunden haben, dass die Mauer hochgezogen wird und dann, ja, kommen die nicht mehr zusammen, okay? Und deshalb spielt es keine Rolle, weil die Wunden, die wir haben, sind immer die Wunden in uns. Und es ist egal, ob wir da Single sind oder in Beziehung. Es ist unser Job, dass wir uns um unsere Wunden kümmern und dafür sorgen, ja, dass wir die heilen können, dass das wieder gut ist und dass wir uns wieder öffnen können und unsere Sexualität leben und auch die Kraft unserer Sexualität nutzen. Und ja, und was du alles im Online-Kurs Heile deine Sexualität bekommst, da poste ich euch einfach mal den Link dazu in die Kommentare, bevor mir hier die Stimme wegbleibt. Und ja, lass mich wissen, unbedingt, wie es dir da damit geht, was deine Erfahrungen sind. Und im Online-Kurs werden wir auch, da gehen wir verschiedene Themen an. Also ein Thema ist zum Beispiel heile deine Sexualität. Ein Thema ist dann zum Beispiel heile deine Weiblichkeit, also wo es einfach auch um die Wunden in deiner Weiblichkeit geht. Ein anderes Thema ist natürlich ein Riesenthema, über 2 Wochen, ist heile dein inneres Kind und vor allem auch erfülle die Bedürfnisse dein inneres Kind, oder? Sodass du hier auch nicht mehr aus der Bedürftigkeit rauskommst und auch nicht mehr im, ich sage es mal, Autopilot läufst, also dass die Muster nicht alle mehr automatisch abläufen, sondern dass du merkst, oh ja, jetzt bin ich im inneren Kind, jetzt bin ich in der Bedürftigkeit, das hat gerade hier in der Sexualität überhaupt nichts zu suchen. Da switche ich mal in meine Lust und in meine Kraft hinein. Und dann ein anderes Thema sind natürlich auch Vater-Mutter-Beziehungen, ein ganz großes Thema natürlich auch Beziehungen zu Männern, oder dass wir da einfach hinschauen und gucken und sagen, ja, okay, was habe ich denn für Verletzungen von Männern in mir? Und auch das ist etwas, oder? Das speichert sich alles im Körper ab und es ist so wichtig, dass wir das wieder loslassen, dass wir das gehen lassen, dass wir da an einen Punkt von Frieden kommen und so, dass wir uns wieder öffnen können, weil solange wir Angst haben, wieder verletzt zu werden, solange wir Angst haben, dass die Wunden wieder aufreißen, solange wir Angst haben, dass wenn wir uns einlassen, dass wir dann wieder verletzt werden, solange tun wir das nicht. Und das ist, wie soll ich sagen, das Normalste auf der Welt und das ist ganz normal. Deshalb ist es so wichtig, dass wir da hingucken und ja, etwas dagegen tun. Und du kannst dich einfach selber fragen, oder wie willst du ins neue Jahrzehnt starten? Mit dem gleichen Gedöns, das du schon die letzten Jahre hattest? Oder sagst du, nein, es ist wirklich mal Zeit, hier einen Cut zu machen. Ich will es jetzt wissen. Ich will meine Sexualität noch mal leben. Und ja, dieses Thema für mich angehen und diese Kraft vor allen Dingen auch, diese Kraft für mich nutzen. Weil Sexualität ist die stärkste Kraft, die wir haben, oder? Und die meisten lassen sie einfach nur brach liegen oder haben einfach so ein bisschen Sex und das war's dann. Nur die nutzen diese Kraft für nicht für sich. Und all das sind Themen, die du lernst im Online-Kurs Heile deine Sexualität. Und ich tue mal kurz den Link hier rein posten. Und wenn du noch Fragen hast, dann melde dich einfach bei mir. Okay? In diesem Sinne, das war's heute zum Thema Heile deine Sexualität, wie sich Wunden in unserer Sexualität auswirken, weshalb es so wichtig ist, dass wir diese Wunden auch heilen. Und wenn du sagst, ich möchte da dabei gerne Unterstützung haben und wissen, wie kann ich das machen, weil das ist das, was du im Online-Kurs lernst. Du lernst einfache Übungen und Tools, wie du
deine Sexualität heilen kannst, wie du deine Wunden heilen kannst, wie du dein Herz wieder öffnen kannst. Ich kann dir nur sagen, wie es funktioniert und wie du es machen kannst und dich darin unterstützen. Und da gebe ich alles und du kannst es dann umsetzen. Okay? Das war's heute zum Thema Heile deine Sexualität, sodass du sie wieder sinnlich und lustvoll genießen kannst. Ladies, lass es uns gemeinsam angehen. Zusammen ist es immer einfacher wie alleine. Und ja, wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach bei mir, schick mir eine Nachricht und in den Kommentaren ist der Link zum Kurs. Da findest du alle weiteren Infos. Okay? In diesem Sinne, danke fürs Dasein, 1000 Küsse und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.